Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wegoff, ich bin der Medi-Urs. Und wir müssen mal wieder so ein bisschen starke Blutung, überstarke Blutung, Tourniquet, Traumabandage, komprimierte Gase und das What shall we do with the Krankenpfleger uns unterhalten. Hintergrund ist eine Folge aus dem World Extreme Medical Podcast. Das ist ein Podcast, wo regelmäßig Damen und Herren interviewt sind, die im Rahmen Expeditionsmedizin, Wildnismedizin und anderweitigen Spiel- und Gangarten in der Medizin unterwegs sind, die über das herkömmliche so Krankenhaus, Rettungsdienst oder so darüber hinausgehen. Teilweise aus militärischem, teilweise mit militärischem Hintergrund, teilweise auch Leute aus dem humanitären. Und unter anderem von dem Projekt Ärzte ohne Grenzen. In diesem Podcast, von dem ich euch so ein kleines bisschen erzählen möchte, da ging es um das Thema Abbindesysteme. Und da ging es um das Thema Abbindesysteme in der Ukraine. Diejenigen von euch, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass das Thema starke Blutung für mich eine absolute Herzenssache ist. Und zwar haben wir das Abbinden von Extremitäten vor langer Zeit schon mal in der klassischen Erste Hilfe, in der Laienausbildung gehabt. Dann kam irgendwann erst die Einführung der DIN-Verbandkästen. Auch dazu habe ich mich schon erfolgreich ausgelassen. Und eins der Videos dazu möchte ich euch hier gerne mal mitgeben. Das Ding ist, dass pro Jahr, ich habe jetzt aktuelle Zahlen, das Thema mit den Zahlen, Daten, Fakten ist mir gern mal nachgesagt worden, ich würde ja keine Quellen. Ich packe mal unten ein paar Quellen in die Videobeschreibung. Das ist Statistisches Bundesamt, das ist Deutsche Traumastiftung und noch ein paar andere Organisationen, die sich auch mit diesem Genre beschäftigen. Wir haben letztes Jahr bummelig 2800 Verkehrstote. Einem Bericht aus der Zeitschrift Rettungsdienst zufolge, der schon einige Jahre her ist, hieß es, dass 75% dieser Verkehrstoten etwa verbluten, zumeist über die Extremitäten, bevor der Rettungsdienst da sein kann. Und das ist für mich so einer der Aufhänger. Bei einem Massenanfall Verletzter können aus diesen 75% sehr, sehr schnell auch mal 94,4% werden. Wie gesagt, das war mal ein Artikel in der Rettungsdienst. Das Ganze ist schon sehr, sehr lange her, wo es um das Thema ging. Letzten Endes kann man derartige Sachen beim Statistischen Bundesamt relativ gut rausfiltern. Das Ding ist, dass mit dem Material, was wir im DIN-Verbandkasten haben, dass wir beim Thema starke Blutung im Grunde keinen Blumenpott gewinnen. Ein weiteres Ding ist, dass wir in der Laienausbildung, in der klassischen Laienausbildung nach Vorgaben der Berufsgenossenschaften, da soll ein Druckverband so aussehen, dass du beim angelegten Druckverband einen Finger in diesen Verband reinstecken kannst. Leute, wenn ihr das bei einer wirklich starken Blutung hinkriegt, dann ist es keine starke Blutung. Und wenn es eine starke Blutung ist, dann verschlimmert ihr mit dem Verband, den ihr da angelegt habt, das Problem. Aber das nur mal so am Rande. Ich packe hier mal einen Link für eine wundervolle Playlist. Da könnt ihr euch durchgucken. Ich habe das ganze Thema schon mehrfach rauf und runter beklatscht und besungen. Und eins meiner Steckenpferde ist halt das Thema Tourniquet, also Abbindesystem für Extremitäten. Das, was wir hier auf dem Hof und auch sonst bei unseren Kursen ausbilden, ist für das zivile Setting. Denn der Hintergrund zu diesem Tourniquet ist, dass das aus dem Militärischen kommt, möglichst schnell angelegt werden soll und kann. Und jetzt großes aber möglichst schnell ein Druckverband angelegt werden soll, um das Tourniquet zu ersetzen. Und da, meine Damen und Herren, scheint es wohl das eine oder andere Misses- oder Mem-Verständnis zu geben. Und nicht nur bei uns. Wie gesagt, das ist das zivile Setting. Wir bilden aus, Tourniquet anlegen, Heil und Tat, wie es so schön heißt. Ich packe auch die aktuellen Guidelines nach T3C und das Gegenstück von der Deutschen Gesellschaft für Unfallversicherung unten in die Videobeschreibung. Ihr kriegt da wirklich Material ohne Ende. Das werdet ihr so gebündelt auch nicht mehr finden. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin einer der einzigen, die dieses Thema nach Vorgaben der BG ausbilden und zertifizieren.
Vor 8 Jahren bin ich von den Damen und Herren, von verschiedenen Damen und Herren aus dem Genre T3C dafür noch ausgelacht worden. So, und jetzt haben wir hier dieses Interview in diesem Podcast. Und in diesem Podcast wird interviewt ein Orthopäde aus Schweden, der relativ regelmäßig in der Ukraine ist und da in den Krankenhäusern seinen Dienst versieht. Und der kommt mit Zahlen, Daten, Fakten um die Ecke, wo ich erstmal inbrünstig in den Kaffee genickt habe, auch etwas lauter ausgeatmet habe. Der kommt nämlich mit der Aussage um die Ecke und die können das letzten Endes mit Zahlen, Daten, Fakten belegen. In 80% der Fälle, in denen Gliedmaßen, Arme und Beine in der Ukraine amputiert werden, da werden die nicht wegen den Verletzungen amputiert, sondern wegen der Tourniquet-Anlage. Ich möchte euch mal eine kurze Schweigeminute gönnen. So, das Problem, was wir dabei haben, ist, dass der gemeine Homo sapiens an sich gern mal dazu neigt, immer das aktuellste, schönste, neueste, teuerste, größte, gutste Spielzeug an Start zu bringen. Ist das immer sinnvoll? Kommt ein bisschen drauf an, wer fragt und wer antwortet. Hier auf dem Hof bilden wir aus, High and Tight, also körperstammnah und Druckverband, also nach dem Tourniquet Druckverband. Und das, was wir im zivilen Setting hier anbringen, bleibt dran. Da soll der Rettungsdienst entscheiden, macht er das Tourniquet auf, macht er das Tourniquet ab. Da sind wir raus. Wir haben unseren Job getan. Danken, wünschen gute Besserung, nicken nochmal fröhlich, machen eine Übergabe an den Rettungsdienst und dann machen wir uns aus dem Staub. In any kind. Das ist der Plan. Das ist das zivile Setting. Dieses zivile Setting hat aber auch den Hintergrund, dass wir hier im zivilen Setting in maximal einer Stunde im Krankenhaus der Maximalversorgung beim Operateur des Vertrauens auf dem Tisch liegen. In Fachkreisen nennt sich diese Stunde zwischen Ereignis, also dem Unfall und der medizinischen ernsthaften Aufbereitung im Krankenhaus, das nennt sich in Fachkreisen die Golden Hour of Trauma. Viel länger als eine Stunde sollte es nach Möglichkeit nicht dauern. Ja, auch ich weiß aus der Feuerwehr, dass eine aufwendige technische Rettung auch durchaus mal diese Stunde überschreiten kann. Aber wie gesagt, hier im zivilen Setting ist das so in der Art und Weise, das, was wir so ausbilden, da stehen wir auch zu. Wenn wir jetzt aber das Problem haben, wir sind zum Beispiel in einem Kriegsgebiet, wo wir derartige wundervolle Infrastruktur wie Feuerwehr, Rettungsdienst, Krankenhaus so in der Art und Weise nicht haben, wie wir es hier haben, dann sieht die Nummer etwas anders aus. Diese Guidelines sehen vor, dass das Tourniquet möglichst schnell gegen einen Druckverband konvertiert werden soll. Das heißt, Traumabandage, fest Druckverband, also richtig fest, Tourniquet öffnen, aber an Ort und Stelle belassen. Und das Problem ist, dass mit diesem Tourniquet öffnen war lange Zeit, dass das medizinischem Fachpersonal vorbehalten war. Und seit 2022 liegt das nicht mehr allein in der Hand des entsprechenden Arztes oder des Combat Medics oder wie auch immer, sondern das soll der Anwender selber können und nach Möglichkeit auch entscheiden. Und da gibt es die ersten Stimmen, wir haben das bei uns im Kreis auch heiß und kontrovers diskutiert, das kannst du einem Ersthelfer nicht zumuten. Tja, das ist eine gute Frage. Heißt es jetzt, Tourniquets sind doch Teufelswerk? Nein, heißt es nicht. Denn diese Dinger retten nachweislich Leben und auch im Zivilen und haben Leben gerettet und das ist gut und richtig so. Aber das, was viele nicht auf der Kette haben und viele Taktik-Coolinger und viele Ausbilder oder die sich dafür halten, haben es einfach nicht auf dem Schirm, dass dieses Tourniquet keine Lösung für alles ist, sondern letzten Endes nur eine Brücke. Und das mit diesem Konvertieren in einen Druckverband, das haben viele entweder nicht auf der Kette oder nicht verstanden oder wie war die Frage? Und da haben wir ganz häufig das Problem, das schildert auch der Orthopäde aus Schweden, dass in vielen Fällen das Tourniquet entweder gar nicht nötig gewesen wäre oder dass es falsch angelegt ist, beziehungsweise dass sich nicht auf die eigentlichen Basics besonnen wurde. Und das finde ich einigermaßen katastrophal, denn letzten Endes werden diejenigen Anwender in der Ukraine und sind die entsprechenden Anwender in der Ukraine zu nicht unerheblichen Teilen von deutschen Kräften ausgebildet worden. Und die kennen die T3C-Leitlinien. Und die kennen auch,
den Algorithmus bzw. den Ablauf, dass nachdem das Tourniquet angelegt ist, der Druckverband angelegt wurde, dass dann das Tourniquet geöffnet und belassen werden soll. Es wissen alle. Wie gesagt, das, was wir hier auf dem Hof ausbilden für das zivile Setting, da stehen wir zu. Und da stehen wir wirklich zu. Der Algorithmus gibt was anderes her. Der Algorithmus bzw. die Guidelines von T3C sind aber zum Beispiel für Kriegsgebiete. Wann kommt überhaupt ein Tourniquet zur Anwendung? Ein Tourniquet kommt überall da zur Anwendung, wo du schnell eine Blutung stoppen musst und gegebenenfalls den Verletzten aus einem Gefahrenbereich retten musst. Im Militärischen bei ballistisch knitterfrei ist es das Ding, da ist dieser erste Algorithmus Care under Fire. Feuer erwidern, Erstversorgung einleiten, in dem Fall Tourniquet-Anlage, Deckung aufsuchen, Medivac, also Notruf absetzen, den militärischen Notruf, den 911-Medivac-Call. Weitere Versorgung. Damit wären wir wieder bei möglichst schnell konvertieren vom Tourniquet zur Traumabandage. Und das ist das, was der Algorithmus und was die Guidelines hergeben. Und da reitet auch der schwedische Arzt ziemlich drauf rum. Das macht aber kaum jemand. Oder es macht zumindest in der Ukraine fast keiner, weil man sich nicht traut. Wie gesagt, auch in unseren Kreisen sind wir dabei, dieses Thema heiß und kontrovers zu diskutieren, ob man das tatsächlich einem Laien zumuten kann. Wir spielen mal folgendes Spiel durch. Ihr seid mit einem Allradfahrzeug irgendwo im hohen Atlasgebirge. Habt euch schwer verletzt, entweder ihr oder einer eurer Nächsten hat sich schwer verletzt. Ihr legt ein Tourniquet an. Wir sind uns einig drüber, Marokko und derartige Gebiete kommt der Hamburger Rettungswagen wahrscheinlich nicht hin. Tourniquet, Druckverband, was wir auch hier ausbilden. Dazu muss aber der Druckverband wirklich, 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 wirklich fest sitzen. Richtig fest, bombenfest. Das ist eine Sache der Ausbildung und der Übung. Das ist eine Sache der Ausbildung. Wenn das Ganze nicht wirklich hundertprozentig sitzt, habt ihr ein ernsthaftes Problem. Spätestens wenn ihr dann die Knebelei nämlich aufmacht, und das ist letzten Endes mit dem Tourniquet öffnen gemeint, dass dieses Geknebel geöffnet wird und geguckt wird, ist der Verband wirklich dicht? Ist meine Maßnahme, die ich mit der Traumabandage, mit dem Druckverband angewendet habe, ist meine Maßnahme suffizient? Denn, und jetzt kommt der ganz große Haken an der Sache, selbst wenn Hand oder Fuß, je nachdem, wo ihr euch verletzt, geschnitten, was auch immer habt, wenn das nicht zu retten ist, dann besteht aber immerhin noch die Chance für den Orthopäden, jetzt schließt sich der Kreis wieder, da eine entsprechende vernünftige prothetische Lösung vorzubereiten. Hingegen der Nummer, wenn wirklich hoch und körperstammnah abgebunden wird und das abgebunden bleibt, über Stunden, über Tage. Und in der Ukraine haben wir nun mal das Problem in dem Kriegsgebiet, dass wir eine Infrastruktur wie Feuerwehr oder Rettungsdienst nicht haben. Und selbst in Afghanistan, und das werden die einen oder anderen, die tatsächlich in Afghanistan gewesen sind, werden das bestätigen können. In Afghanistan gab es tatsächlich durch die Amerikaner eine Form der Luftrettung, dass du gegebenenfalls innerhalb von 30 bis 45 Minuten die fliegende Kavallerie da hattest und in eins der verschiedenen Rettungszentren gebracht wurdest. Da hattest du derartige Infrastruktur. Das war aber, bis das implementiert war, war das ein Ritt. Aber eine derartige Logistik, wie die Amerikaner sie da in Afghanistan aufgefahren haben, haben die in der Ukraine nicht. Also gar nicht. Überhaupt nicht. Und das ist der ganz große Haken in der Sache. Das heißt, dass du da ganz andere Gegebenheiten hast, wie hier im zivilen Setting mit dieser Golden Hour of Trauma. Das hast du da nicht. Da hast du über Stunden, vielleicht sogar über Tage, keine entsprechende Infrastruktur oder Versorgung. Und das, was du dann als Rettungswagen hast, nun ja. Und das ist halt so diese Aneinanderkettung.
Du hast ganz andere Infrastruktur wie hier oder gar keine. Ich war bei der Ausbildung der Damen und Herren in der Ukraine nicht dabei, von daher erlaube ich mir da auch kein Urteil. Aber ich finde schon bezeichnend die Aussage von dem Chirurgen. Und ich finde es einigermaßen alarmierend. Und das meine ich zum Beispiel auch für die verschiedenen Damen und Herren Taktikulinger da draußen, die sich einfach mit dem Material eindecken und denken, wird schon gut gehen. Nee, nee, Leute, wenn die Nummer so einfach wäre, dann würde meine Lieblingsnotfallmedizin nicht Notfallmedizin heißen, dann würde es Fußball heißen und jeder machen. Merkt ihr es? Da ist das Problem. Da ist ein gewaltiges Problem. Und dieses Problem gehört angegangen. Bin ich der Meinung. Vielleicht bin ich auch humorlos oder so. Was haltet ihr davon, wenn wir einmal diesen Durchgang machen, wie eine starke Blutung richtig versorgt werden soll? Machen wir es? Let's do it. Gleich Triggerwarnung vorweg. Nein, ich werde jetzt nicht mit Kunstblut rumschwanern, sondern ich werde euch einfach nur erklären und versuchen, anhand der Erklärung und dem Gezeigten durch diese Prozedur zu führen. Okay? Also es muss keiner irgendwie eine Spucktüte oder so parat legen. Es wird nicht mit Blut geschwannert, sondern wir gucken, was passiert. Okay? Los geht ihm. So, meine Damen und Herren, liebe Liebenden. Wie es so schön in der medizinischen Kochsendung heißt, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe am Start ein Tourniquet, die Traumabandage des Vertrauens. Wie es so schön heißt, folgende Lage. Ich bin irgendwo in den Bergen, in weit, weit weg, mit Familie. Wir sind am Klettern und es geht ein Steinabgang runter. Im ersten Moment sieht es noch alles relativ entspannt aus. Mit mal schreit einer aus der Gruppe auf und hat den Unterschenkel komplett gebrochen. Und ihr seht, dass das aus dieser Wunde relativ stark rausblutet. Also nicht einfach nur Dröpfchen für Dröpfchen Qualität, sondern Attacke. Selbst hier können wir den ersten Algorithmus T3C anwenden. Denn wir müssen denjenigen aus dem Gefahrenbereich kriegen, möglichst schnell. Wir müssen aber vorher dafür sorgen, dass unser Patient kein medizinisches Auslaufmodell mehr ist. Ich mache es symbolisch an meinem oberen Arm, also an dem oberen der drei quasi. Also, als da wären, ich lege das Tourniquet an. Jetzt wird geknebelt. So wenig Kleidung wie möglich drunter. Und auch in der Übung, und das auch das sage ich immer wieder gern, muss es mindestens einmal wehtun. So, Tourniquet liegt an. Ich kann keinen Puls mehr tasten und dazu bin ich tatsächlich ausgebildet, das zu können. Jetzt aus dem Gefahrenbereich raus. Da symbolisch verwende ich mal meine Unterarmarterie. Ich nehme also die Traumabandage des Vertrauens und gehe bei und wickel noch nicht gleich fest, sondern ich übe erstmal, und das wollen sowohl die DGUV als auch T3C, 3 Minuten lang oder insgesamt überhaupt erstmal manuellen Druck aus. Jetzt machen wir einen kleinen Zeitsprung. Ich greife zum Äußersten und zum, wie heißt das Ding hier, zum Druckpolster und wickel mir ein. Und wirklich fest, richtig fest. Jetzt gehe ich bei und sichere das Ganze im letzten Bindengang gegen eigenmächtiges Entfernen aus der Einsatzstelle.
Was ich jetzt machen kann, ist, Notruf absetzen wäre auch in dem Fall im Wald und auf der Heidi und in den Alpen irgendwo ganz witzig. Und von dem Herrn aus der Leitstelle erfahre ich, Bergrettung ist unterwegs, braucht etwa 4,5 Stunden. Jetzt macht es durchaus Sinn, wenn der Druckverband richtig angelegt ist, dass man das Tourniquet löst, diese Knebellage aufmacht, aber an Ort und Stelle belässt. Wenn ich hier weiter entsafte, dann drehe ich wieder zu. Okay, das Ding ist, dass ihr in dem Fall, wo ihr mehrere Stunden auf euch alleine angewiesen seid, ganz egal ob irgendwo in weit, weit weg, in weit, weit weg oder irgendwo Expedition oder Tour mit Expeditionscharakter, da macht das durchaus Sinn. Ein Fehler, der auch ebenfalls sehr, sehr gerne gemacht wird in Bezug auf Druck ausüben. Und das Ding ist, dass der gemeine Homo sapiens in bestimmten Situationen zu unfassbar dämlichen Reaktionen neigt. Als da wäre, wir üben erstmal Druck auf und nach 3 Minuten nehmen wir Kompresse oder Wundauflage weg, um zu gucken, ob es noch blutet. Das ist ein weiterer Fehler. Das sind Basic Skills. Beherrscht die Basics, dann klappt es auch mit dem Leben retten. Es ist alles nicht halb so witzig, wie es auch nur im Ansatz klingt. Fassen wir das Thema nochmal zusammen. Als erstes hoher manueller Druck. Und nein, wir nehmen nicht die Wundauflage oder die Kompresse oder so hoch, um nochmal zu gucken, ob es noch blutet. Das lasst ihr drauf. Als nächstes, also Tourniquet, wenn schnell aus dem Gefahrenbereich gerettet werden muss. Und Maßgabe ist, dass möglichst schnell von wem auch immer durch einen Druckverband konvertiert wird. Das heißt, was ich gerade gezeigt habe, Druckverband anlegen, Tourniquet öffnen, aber an Ort und Stelle belassen. Im zivilen Setting bilden wir nach wie vor aus, Tourniquet an, Traumabandage, also Druckverband. Und das, was wir rangebastelt haben, bleibt dran. Das ist das zivile Setting. In einem Kriegsgebiet oder bei Expedition etc. pp., da sieht die Nummer anders aus. Gerade wenn du wirklich so gar keine reguläre Infrastruktur wie Feuerwehr, Rettungsdienst oder irgendeine medizinische Grundversorgung hast. Das Video zu dem Podcast packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wer bis hierhin geguckt hat, darf dem Video gerne einen Like dalassen. Den Kanal abonnieren ist keine allzu schwere Straftat. Das Video zu teilen ist auch nicht wirklich schlimm. Macht keinen Blödsinn da draußen. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.